Müsste man in und out machen, extract. Müsste man auch hier machen. Extract. Kriege ich natürlich einen Filter. Das gleiche gilt hier für. Der kriegt einen Filter, was dann halt die Dinger rausschmeißt. Ist alles schon. Was fehlt denn dem? Achso, Wood fehlt dem. Ah, okay. Das würde ja natürlich dann. Ich will es hoffen, dass es so funktioniert. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir Seed Oil bekommen. Das ist Marvel mit Large Stand, ne? Sah das jetzt hier oben so komisch aus? Ach, das ist. Das ist War Marble? Das ist. Okay, das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Das ist Marble with Large Stand. Er connected doch. Weil die Connection war ja. Also die wie es connected hat, war ja mal anders. Warum habe ich denn hier War Marble verbaut? Muss mal einer erklären? Oder haben die sich so reingefuscht? Die kleinen Schlawiners, so. Okay. Macht aber nichts. Können wir hier wieder zwischenpacken, dann haben wir es. Drüben habe ich auch noch Planets, da kann auch noch was hin. Jetzt müssen wir mal schauen, wie verbrauchen wir die Seeds oder was für Seeds verbrauchen wir. Wir haben hier schon einige, okay, da können wir eigentlich was mit machen. Das heißt Seed Oil. Das wäre Squeezer. Ronon Squeezer. Okay, den holen wir uns auch noch hin. Dann pumpt er das. Zieht halt da rein, dann kann das funktionieren, dann kann doch vielleicht das Boostwood endlich seine Ware, das Ding ist gestorben, seine Nutzen haben, Spruce. Spruze, da haben wir Spruze. Ich will es richtig schreiben, da haben wir es. Also das ist wie so ein Wischer. Dankeschön, Moment. Ah, so. Spruze. Spruze-Wutze. So, mal hoffen, dass gleich alles funktioniert. Den tun wir. Packen wir den mit da unten hin. Der wird die Funktion ja ganz gut haben da, ne? Oder nur. Hier könnte eigentlich auch hin. Das heißt, ich könnte. Okay, da könnte er nicht hin. Aber doch. Doch, doch, doch. Passt auf. Wir tricksen jetzt hier einmal. Schmeißen das so weg. Machen uns einfach die Trennung hier zunutze. So. Ist natürlich hier noch Fenster, ist klar. Baubeutel. Ja, ist der Tank weg, dann hätten wir das. Dann könnten die Seeds wirklich da rein. Da kriegt der von unten die. Die Ansage, schmeißen wir das bitte dahin. Ohne Item Pipes. Von wo aus muss ich connecten? Ich muss von. Ich kann von hier. Wobei das nichts ausmachen würde, denn er pumpt die da rein und würde dann nach außen pumpen. Okay. Das heißt, ich muss first filt machen. Ja, das filtern und dann reinschmeißen und schmeißt er mir irgendwas hier rein. Natürlich ja nicht. Okay. Okay, die kriegt er rein sauber. Das pumpt er dahin, das pumpt er dahin. First problem ist noch nicht gelöst, wir wollen Strom. Kein Problem. Strom, oder doch, Problem wird's, einen Weg zu finden. Obwohl.
Normalstrom. Hier. Nimmst du einfach dit. Dit ist gut, da machst du auf Insert. Und dann fängst du an, dein erstes Seed Oil zu produzieren, aber er pumpt sie nicht rein, ne? Stimmt's? Ja, aber ich glaube, das connectet nicht, aber das macht nichts. Er produziert? Ja, er produziert einen Zauber. Das heißt, die beiden Hübschen kriegen das. Dann können wir sagen, Extract, Always Active, Insert. Und der macht uns ein bisschen Seed Oil, was dann da drüber regen kann und dann hoffentlich alles funktioniert. Wie man hier sehen kann, ach, guck mal, er hat da oben noch einen Platz. Ich dachte, er wäre voll. 11.000 Biomasse hat er noch, okay. Der da. Den kann ich doch jetzt. Kann ich jetzt, habe ich jetzt Brutzewut da hinten einprogrammiert? Brutzewut. Ja. Spruzewut habe ich einprogrammiert. Ich muss das Marble jetzt wegbekommen, sonst habe ich zu viel Marble. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Dort behalte ich noch und dort behalte ich noch, beziehungsweise dort. Keine Ahnung, hier. Bau den Eis damit. Ja, jetzt haben wir alles. Okay, der produziert. Jetzt müssen wir nur noch das von da nach darüber kriegen. Und das würde ich dann glatt da drüber machen. Also er muss voll werden, damit er überhaupt Tank bekommt. Sieht doch glaube ich ein bisschen besser aus. Jetzt kommt wieder die ganze Durchwühlerei durch die ganzen Wege hier. Na, bis auf die Mitte auf jeden Fall. Nur weiß ich jetzt nicht, wo ich hier oben rausgekommen bin. Okay, ich bin hier hinten rausgekommen, das will ich natürlich nicht. Jetzt muss ich immer schauen, ob ich in den Mittelteil komme. Der meist zu ist, ja. Obwohl. Nee, muss ich doch irgendwie mich durchfummeln. Kann immer schauen. Also hier wäre ja dann der Tank, also wenn ich jetzt. Oh. Zack. Wenn ich hier. Oh, oh, nein, 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 nein. Was fehlt jetzt da? Also hier fehlt. Eindeutig, entweder fehlt der Strom. Ich glaube, das war's auch. Also hier geht noch Strom, okay. Oh, Glück gehabt. Da ist hier nicht so all viel Zeug gefehlt hat. So, jetzt kann das hier rein. Zwei noch Blöcke. Beubedel, Beubedel, gib mal hin bitte her. Okay, die kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Damit das nicht so ganz so scheiße aussieht. Bam, bam, bam. Ich muss hier sowieso wieder durch. Weil ich gerade noch einen Weg habe. Geht runter wieder her und jetzt das Ding hier noch. Aber brauche ich auch nicht ganz. Weil es aussieht, als wäre da auch nichts. Aber ich glaube, das ist so ein. Ist das ein Eckblock? Ja. Das heißt, der muss auch weg. Der. Gut, dafür habe ich jetzt keinen, brauche ich auch gar keinen. Oh, nee. Das soll ja ein grauer Block hin. Dankeschön. So, Seedal-Produktion steht auch. Das heißt, die Samen können auf jeden Fall auch weg. Brauchen natürlich etwas länger. Ganzen. Aber wir können uns ein bisschen das zutricksen hier schon mal.
dann würde ich hier. Also hier kann ich ja zumachen. Dann würde ich da sagen, dass wir vielleicht da Glas hin machen. Wäre bestimmt nice. Hier mache ich auf jeden Fall zu, damit hier nichts zwischenspawnt. Es spawnt ja nichts zwischen, aber es können auch Fledermäuse oder Katzen dazwischen kommen. Und die sind echt doch nervig. Slatsch stand. Gut, Frage ist, brauchen wir hier hinten was? Ich glaube schon. Aber dann mache ich da auch Glas hin, aber dann dieses Energetic Glas. Den Rest haben wir, glaube ich, soweit zu, ne? Da müssen wir nichts mehr machen. Und noch hier. Denn das macht alles automatisch. Dass die Ecke sozusagen hier zu kann. Weil ich habe hier nichts mehr. Der produziert das, 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 das. Ja, Glas du noch hin und Jodis. Ja, dann könnte man das, was hier ist, auf die Seite packen. Dann hätte man so einen Durchgang und man hätte alles schön getrennt. Muss ich sagen, dann wäre es wieder optimal. Wäre es wieder steril, wie ich es immer habe. Aber es wäre optimal für das Ganze. Haben wir schon wieder 1000. Sollen wir anmachen? Oh ne, ich warte wieder. Also ich lasse den mal laufen. Gucken wir mal, 2000, wie lange ist das jetzt her? Ich habe die letzte Folge, die 217. Folge vor 3 Tagen aufgenommen. Das heißt, ihr seht 217. Die ist aber schon längst aufgenommen. Und jetzt 3 Tage müsste so eine Woche alt. Also eine Woche 1000 Stück ist wenig. Also wir müssen dann noch gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr produzieren. Vielleicht über die beiden Koordinaten, weil 100 Millionen ist krass, also wenn ich sage bis 50 Millionen Ende,